dann ab nach unten. Was ist unser Ziel? Finde das Gyro-Modul. Okay. So, wie hat er gesagt, hier ist Ungeziefer. Schmugglertunnel. Alte Schmugglerstollen, ha? Grease hatte immer ein paar Geheimnisse im Ärmel. Sehen wir uns das mal an. Kein Ausweg. Einer von mehreren Tunneln unter Pylon Cylon. Die Nähe zum Landeplatz wäre ideal für den Schmuggel von Waren in und aus der Kantina, ohne dass neugierige Augen etwas davon mitbekommen. Autsch. Morglinge. Haben die Grease so erschreckt? Du bist okay, Kumpel. Hast du Grease hier unten erschreckt? Es ist okay. Na, kommt er wieder mit an die Mantis? Kann man den Bogling streicheln? Trophy. So, hier können wir nicht durch, aber wir können hier durch. Eine Höhle. Einer war noch da, ne? So. Da hinten leuchtet was. Im Kampf nicht verfügbar. Hier ist doch gar nichts mehr. Kurz gucken. Was ist denn das für ein Scheiß? Kampf nicht verfügbar. Ach, weil da oben noch einer ist. So, jetzt aber, oder? Wupp, wupp, wupp. Sehr schön. Fähigkeitenpunkt erhalten. Das lieben wir. Sei hier vorsichtig, Kumpel. Die Stollen wurden schon sehr lange nicht benutzt. Verstaubt und verlassen. Noch mehr Schrott, was? Überlassen wir es Grease, den Schrott anderer Leute zu sammeln und noch mehr Schrott anzuhäufen. So, Leute, das ist schon wieder so grün, ne? Ich kann ja nicht lang, oder was? Okay. Und da kann ich beim Haken lang. Oh, ich kann erstmal hier oben rum. Wer ist grün dann? So, tauchen, warte mal, da war doch was. Aber was gebracht, dass ich runtergefallen bin? Kiste. Loot. Lass mich raten, noch mehr Schürfausrüstung. Sucht auf Kobo eigentlich irgendjemand nicht nach Schrott? Ist es das? Ist das das Gyro-Modul? Ach bitte, was machst du denn da? Oh toll.
sehe nichts. Super. Nicht glotzen, sondern springen, hä? Da haben wir einen Speicherpunkt. Je schneller wir bei Grace sind, desto... Das sollten wir uns ansehen. So, bringe das Gyromodul zu Grease. Neuen Fähigkeitenpunkt. Und am Ort sind wir eingestürzte Passage. Also das mit den Schnellreisen finde ich auf jeden Fall ganz geil. So, Zwillingsmagnet, Radialschub. So, drücke R2 und Dreieck, um Schub einen weiteren Bereich einzusetzen, sodass mehrere Gegner ins Wanken geraten. Okay. Und dann können wir uns auch wieder ausruhen. Gerade gesehen, Fähigkeiten können wir auch zurücksetzen. Okay. So, Claire will hier lang gucken. Ich passe an das Übungsgelände der Jedi. Es fühlt sich anders an. Älter. Das habe ich noch gerade falsch gemacht hier. Was ist das für ein Ort? Da hinten leuchtet was. Lang, ne? Ja. Sehen wir uns das mal an. Tragödie. Enorme Felsmassen stürzen durch das Dach in diese unterirdische Zuflucht, was auf eine starke oberirdische seismische Aktivität schließen lässt. Erdbeben. Hier unten gibt's immer noch Kammer der Dualität. Vielleicht funktioniert hier noch mehr. Okay, dann mal ganz kurz. Da. Denkst du, okay. Die hält uns aus? Vorsicht, BD. Ein Droide, ne? Die Hohe Republik. Tut mir leid, aber es muss sein. Wird mein Gedächtnis komplett gelöscht? Nein. Nur das, was der Rat verlangt hat. Dann werde ich mich wenigstens an Sie erinnern. Ich bin bereit. Das ist ja wie im ersten Teil mit Cordova, ne? Der quasi das Gedächtnis von BD1 gelöscht hat. Wie lautet dein Name, Droide? Wo wir auf Ilum waren. ZNA4 natürlich. Um unser Lichtschwert zu reparieren. Oder überhaupt uns ein Lichtschwert zu bauen. Sag mir, wie ich durch den Kobo-Abyss komme. Diese Information befindet sich nicht in meinen Speicherbänken. Meisterin Kree, ihr wisst, dass die Republik eine komplette Evakuierung angeordnet hat. Ich weiß. Darum habe ich eine sehr wichtige Aufgabe für dich, See. Hier für dich. Ein Stimmer? Oh, ein sehr gutes Modell. Meine Güte! Benutze ihn, um die Waldanlage zu öffnen.
Reise unterirdisch. Halte für niemanden an. Das ist ein Befehl, Sie. Komme ich nicht mit Ihnen? Nein. Der Schlüssel nach Tennelor ist in dieser Anlage. Du musst dich beeilen. Ich fürchte, sonst ist alles verloren. Der Stimmer? Möge die Macht mit dir sein. Okay. Ja, aber anscheinend hat es ja sie nicht ganz geschafft, ne? Ich glaube, dieser Droide ist seit Jahrhunderten hier. Guten Tag! Oder ist es Nacht? Etwas stimmt hier gar nicht. Ist dein Name sie? Ich bin Kerl. Das ist BD. Wir werden dir helfen. Freut mich, Sie beide kennenzulernen. Ich würde Hilfe sehr zu schätzen wissen. So, sie ist ein Droide aus der Zeit der Hohen Republik, der von Jedi-Meisterin Santeri Kree beauftragt wurde, den Schlüssel nach Tennelor zu bergen. Sie mag Kerl sofort, stellt aber seine unkonventionelle Kleidung in Frage. Hallo? Mal schon gucken hier. So, überall sind diese komischen Dinger hier. Okay. Ah, das war ganz schlau. Wirklich sie. Ja, ich bin ein Jedi. Aber ihr tragt nicht einmal die üblichen Roben. Ich trage lieber einen Poncho. Oder ist eine Kiste? Okay, warte mal. Und jetzt erst hier rein. Kette ist fest. Um die Brücke zu aktivieren. Dann ja, ja, ja. Steuerung bedienen. Glaube ich. Wer weiß das schon nach so vielen inaktiven Jahren? Bei diesem Droiden ist mehr als eine Schraube locker. Datendisk. Kurz mal gucken. Erkunde weiter in die Galaxis, um diesen Schatz zu entdecken und herauszufinden, für wen er wertvoll ist. 60 Was? Disks. Ich hab gesagt, durchhalten Sie. Ah, okay. Ich kann damit nicht sprengen. Alles klar. Hallo? Gehen da rein. Den brauchen wir nicht mehr. Kommst da rein. Gleich bist du frei, Sie. Lasst euch Zeit. Ich sitze hier erst seit einer Weile fest. Ich habe eure Namen nicht in meinen Datenbanken. Wann habt ihr die Prüfungen abgelegt? Hab ich nie. Ich wurde bei einer Mission zum Ritter. Und was war der Grund für diesen eklatanten Verstoß gegen das Protokoll? Lange Geschichte. Da muss auch noch eine Kugel rein, oder wie? Nicht? Dann nicht. Oh, also
Doch gar nicht verkehrt gewesen, ne? So, ich hüpfe hier hin. Dann bin ich hier und dann muss ich hier oben irgendwo anscheinend was machen. Oder geht's noch weiter hoch? Nee, ne? Nee, noch weiter hoch geht's nicht. Ach, warte. Interagieren. Festmachen. Prüfungen hin oder her. Sie haben es geschafft. Kommen Sie zu mir. Ich möchte Ihnen von Angesicht zu Angesicht danken. Danke, Kerl. Nichts zu danken. Oh, entschuldigen Sie mich jetzt. Ich wurde lange genug aufgehalten. Oh, nicht jetzt. Reiß dich zusammen. Darf ich mal sehen? Nun, ich muss zugeben, ich benötige eine Reparatur. Also sie, was ist Tenalor? Ein Planet, versteckt in dem Krogo-Abyss. Dort steht ein Jedi-Tempel. Eine Bastion des Lichts des Ordens, an der Grenze der Galaxis. Zumindest hoffte meine Meisterin, dass Tenalor das werden würde. Das reicht erstmal. Wir müssen hier nur irgendwie weg. Nun, dabei kann ich helfen. Ist er das? Oder das? Nein. Oh! Ja, das ist der Weg. Mir nach! Jetzt sehe ich, wo wir sind. In einer Meditationskammer. Meisterin Kree hat sie benutzt, um Jedi auszubilden. Daran erinnere ich mich. Ich weiß nur nicht mehr, wozu es gut ist. Meisterin Kree hatte einen brillanten Verstand. Kanntet ihr sie, Kerl? Kann ich nicht behaupten. Egal, aber ich denke, sie hätte euch gemocht. Der Ausgang ist... Widerstandskraft, nur ein Bonus. Ich hatte... So, du hast einen Bonus entdeckt. Im Spiel gibt es verschiedene Arten von Boni und sie können deine Spielweise nachhaltig beeinflussen. Du hast zu Beginn 3 verfügbare Bonus-Slots. Du kannst im Laufe des Spiels weitere Slots freischalten. Besonders mächtige Boni erfordern möglicherweise mehrere Slots. Boni können jederzeit im Boni-Bereich des Fähigkeitenmenüs eingesehen werden. Aktuell ausgerüstete Boni können an Meditationspunkten verwaltet werden. Moment gekommen seid. Ja, du hättest ewig hier unten bleiben können. So, dann machen wir auf hier die Luke. Sie, dieser Planet, den ihr erwähnt habt, wie ist der so? Tenalor? Was für ein wundersamer Ort! Wie komme ich dahin? Durch den Krogo-Abyss. Das muss das Wissen sein, das deine Meisterin aus deinem Speicher gelöscht hat. Tja, sie wird ihre Gründe gehabt haben. Ja, du hast doch ein paar Jahre lang geschlafen, ne? Und der Himmel war voller Meteoriten. Oh, ich hab wohl sehr, sehr lange geschlafen, nicht wahr, Kerl? Ja. Keine Sorge. Du bist nicht allein. Ich helfe dir, dich zurechtzufinden. Sie tragen zwar nicht die korrekte Kleidung, aber... Jetzt bin ich sicher, dass sie ein Jedi sind. Na komm. Ich bin gleich da, Kerl. Warten Sie nicht auf mich. Abkürzung freigeschaltet. Was für seltsame Gebäude. Meine Güte. Was war das? Ich bin kein Spion der Bedlam Raider. Ich bin ein Freund von Karl Kestis. Karl, was ist? Ich hab dir gesagt, Kumpel, du bist in der falschen Kantina. Ich hab noch nie von einem Karl Kestis gehört. Hey, Grease. Ach, der Karl Kestis. Ich hab das Gyro. Du bist da. Schön, dich zu sehen. Grease Dryden, das ist Bode Kuna. Er war auf Coruscant. Ohne ihn hätte ich nicht überlebt. Oh, na dann. Hi, freut mich wirklich sehr. Allerdings ist es leider so, dass ich kein Bett mehr übrig habe. Moment.
Noch so einer? Cal, du hast die sehr schlechte Angewohnheit, Streuner aufzulesen. Ich bin ZNA4, bescheidene Dienerin des Ordens der Jedi. Oh, sie ist nicht auf dem Laufenden, ne? Sie war unterirdisch gefangen. So ein Design habe ich noch nie gesehen. Schon fast ein antiker Droide. Hast du da unten vielleicht was gefunden, das Kredits wert ist? Ha, Kredits? Ha! Cal, sie haben mich gerettet, aber ich muss sie um noch mehr bitten. Oh, ich wusste es. Meisterin Santari befahl mir, die Waldanlage zu öffnen, aber in meinem Zustand kann ich diese Pflicht nicht erfüllen. Bitte. Wenn ich scheitere, ist der Schlüssel nach Tenelor vielleicht für immer verloren. Moment. Sagtest du gerade Tenelor? Du hast davon gehört? Das ist eine alte Prospektorenlegende über eine verlorene Welt voller Schätze. Vielleicht beweist ja, da hat er wieder helle Ohren, ne, der Wies. Sollten wir uns ansehen. Ja, aber erst werde ich die Mantis reparieren, bevor die Raiders sie holen. Ich werde mit dir gehen. Du reparierst und ich passe auf. Ist der so hart, wie er aussieht? Neben Seer kenne ich keinen besseren Scharfschützen. Okay, wir schauen nach der Mantis. Und ich sehe nach, was da im Wald ist. Danke, Kerl. Sobald ich wieder voll einsatzfähig bin, komme ich zu Ihnen in die Waldanlage. Vorwärts. Moment, altes Mädchen. Während die tapferen Helden aufbrechen, könntest du doch die Schubdüsen runterfahren. Hier nach. Ich kümmere mich um deine Wartung und erzähl dir, wie es um die Galaxis bestellt ist. Oh, mein Lieber. Kerl, ich werde den Salon schließen, bevor ihn die Raiders noch zerlegen. Nimm die Hintertür, ja? So, Paloon Saloon erkunden. Dank Kels Bemühungen verbessert sich der Außenposten in Ramblers Reach kontinuierlich. Neue Läden und Aktivitäten sind jetzt verfügbar. Thomas Laden im Außenposten auf Kobo ist jetzt verfügbar. Auf Kobo gefundene seltene Mineralien können hier ausgegeben werden. In der gesamten Galaxis kann Kel neue Bewohner treffen, die zur Verbesserung der Ramblers Reach Außenpostens beitragen können. Kehre hierher zurück, nachdem du sie nach Kobo geschickt hast. Kobo Stimmschlüssel. Hast du da draußen was Brauchbares gefunden? Tonnenweise. Sobald was kaputt geht oder die Raiders auftauchen, lassen die Leute alles stehen und liegen. Kobo ist eine Goldmine für Schrottsammler wie uns. Da hast du recht. So was zum Gespräch hier jetzt? Komische Schrottkiste, die du da angeschleppt hast. Eigentlich ist sie ein Droide aus der Zeit der Hohen Republik. Egal. Geh einfach weiter. Okay, ein Wunder, dass du hier allein sitzt. Ich muss gehen. Erstmal wieder zum Speicherpunkt. Ich glaube, einen Fähigkeitenpunkt hatten wir auch nochmal. Boni, mal kurz gucken. So, Widerstandskraft, Bonus hinzufügen. Bonus entfernen, nee, Bonus hinzufügen, definitiv. Zurück. Ausruhen.